Da ist so willkommen zu einem Video. Da heute geht es um die Bereitstellung von Starfield. Da mehr dazu nach dem Intro. Gaming mit Handicap. Deine Community für barrierefreies Gaming. Kommen wir auch schon zur ersten Kategorie, zwar Gameplay. Hier kann man einmal die Schwierigkeit einstellen. Dann gibt es beim Schlafen speichern, beim Warten speichern, beim Schnellreisen speichern und bei Pause speichern. Standardmäßig wird es auf 10 Minuten, kannst du minimal auf 5 stellen. Ist schade, dass man es nicht auf eine Minute oder so stellen kann. So, kommen wir mal zur Anzeigekategorie. Zwar gibt es hier dann einmal Vollbild und Rahmen. Dann gibt es noch Fenstergröße, die man nur anpasst, kann, wenn man die Option der Vollbild und Rahmen deaktiviert. Sollen den Schweizer Monitor auswählen. Dann gibt es dynamische Bildschirmauflösung, Skalierung der Renderauflösung, Grafikvoreinstellungen, Schattenqualität, indirekte Beleuchtung, Reflexion, Partikelqualität, volumetrische Beleuchtung, Menschenmengendichte, Bewegungsunschärfe, GZO-Qualität, Gasqualität, Kontaktschaden, Versorgung, Upscaling, Sharpening, OS und Filmkörnungsintensität. Da hier so bestand es kein DLSS gibt, gibt es nur AMD FSR 2 und leider nicht mal FSR 3, und dann gibt es noch Schärfentiefe. Kommen wir mal zur Interface-Kategorie. Der kann man einmal ein Farbenkreuz an- und ausschalten. Dann gibt es schwimmende Markierungen zeigen, Schadenszahlen anzeigen. Das war standardmäßig aus. Dann gibt es hier Item-Informationen im HUD anzeigen und HUD-Transparenz. So, dann kommen wir zur Steuerung-Kategorie. Hier gibt es zuerst Flug Y umkehren, dann Menükamera X umkehren, Menükamera Y umkehren, Flugstick, Roll Dominant, Blickempfindlichkeit 5, Blickempfindlichkeit H, da okay, ne, V nicht 5, Zielempfindlichkeit V und Zielempfindlichkeit A. Dann gibt es Controller, Blickempfindlichkeit, Controller, Cursorempfindlichkeit, Mausblickempfindlichkeit, Schiff-Warnkreuz-Empfindlichkeit. Controller Vibration, Hot Swapping, dann Außenposten Items, Drehtempo, Außenposten, Flycam Schwenken, Flycam Drehtempo, Flycam Zoom, Tempo, Neigung und Distanz. Kommen wir mal zur Tastenbelegung. Da gibt es dann Haupt-Gameplay. Und da scroll ich mal wieder alles durch. Weil das ist so viel, das wird es jetzt nicht vorlesen wollen, das wird ja ewig kein dauern. Oh, man kann mit der Maus den Balken nicht schieben, perfekt. Wobei ich mache es jetzt mit WASD, beziehungsweise S, weil es dann ein bisschen langsamer ist. Das war sonst zu schnell. Kommen wir mal zur vorletzten Kategorie, zur Audio. Hier gibt es dann die ganzen Lautstärke-Regler und man kann die Sprachausgabe einstellen. Die war bei mir standardmäßig auf Englisch, ist auf Deutsch umgestellt. So, auf jeden Fall gibt es dann die Hauptlautstärke, Effekte, Stimme, Musik, Schweizer Spiele und Schweizer andere. Und das war's. Da in dem Spiel gibt es leider viel zu wenig Einstellungen. So, kommen wir mal zur Zugänglichkeit-Kategorie. Und wo ich das gesehen habe, dachte ich, die wollen einfach verarschen. Das nenne ich keine Barrierefreiheit in 2023. Bis jetzt hatten eigentlich alle Spieler, da sind immer die neuen, die auch immer mehr Barrierefreiheit stellen. Und Bethesda denkt sich scheiß drauf.
sowas kann ich da nicht bestehen. Ey. Ich meine, zumindest hat man hier dort unser Titel und dass man das Visier umschalten kann. Aber als ob man nicht die Größe von den Unterzielten anzeigen lassen kann, ändern kann oder Hintergrund aktivieren und die Transparenz einstellen oder auch die Farbe ändern. Hier gibt es nicht mal einen Farbenblindenmodus. Und ich meine, gar so eine riesige Firma sollte das hinkriegen. Ich verstehe aber kleine Firmen nicht so viele. Stimmt, aber selbst die haben das. Auf jeden Fall zusätzlich mal den Rest vor. Zwar gibt es ja noch Dialog unter Ziele. Dann gibt es Drehen von Items, Heilen und Ziehen und große Menüschrift. Das wird auch schauen, dass man hier nur das aktivieren kann. Als ob man hier keine Regler hat, um die Größe einzustellen. Okay, eine Sache sollte ich fast noch erwähnen. Zwar gibt es ja, wenn man zum Spiel befindet und Escape drückt, also ins Menü geht, kann man hier noch auf Hilfe klicken. Da findet man ja ganz schwer sein. Mal beschrieben, wie irgendwas funktioniert. Da steht zum Beispiel, wie man andrückt. Also das scroll ich mal durch. So, wir hoffen, dass wir dem einen oder anderen mit dem Video weiterhelfen können. Das Video wird wahrscheinlich kürzer als die letzten, weil es dir leider nicht wieder Einstellungen gibt. Da ich habe jemand so ein bisschen schon gehilft hat, aber das Spiel ist trotzdem geil. Aber es schade, dass man halt so wenig Einstellungen einmacht. Gerade als so eine riesige Firma, verstehe ich es nicht. Ich hoffe, dass noch bessere Sachen kommen werden. Eine Einstellung, aber auch wenn nicht, werde ich auf jeden Fall ein Video machen, wo ich mal ein paar Mods vorstelle, mit denen man das Spiel ein bisschen verändern kann. Auf jeden Fall findet ihr auf der Links als letztes Video von den beiden Einstellungen und auf der Restseite die Playlist davon. Damit haut rein und ciao.